Ja, hallo, also mein Name ist Michael Wildenhain. Ich komme aus Berlin. Ich bin dort geboren und zwar im Westteil der Stadt. Im Berliner Stadtbezirk Schöneberg bin ich aufgewachsen, ziemlich in der Nähe des Rathauses Schöneberg, wo früher mal die Stadtregierung saß. Ich lebe eigentlich, habe die ganze Zeit in Berlin gelebt, also und zwar eigentlich immer in den Weststadtbezirken, meist in Schöneberg oder Kreuzberg. Ich habe diverse Dinge studiert, also unter anderem Wirtschaft, Mathematik, Philosophie und Informatik. Ich bin Diplom-Informatiker. Und habe schon recht früh mit dem Schreiben begonnen, und zwar ungefähr ja, Anfang der 80er Jahre. Mein erstes Buch ist ein Short Novel, ist erschienen 1983. Die ersten Bücher sind erschienen im Berliner Rotbuch Verlag. Das war ein Kollektiv, also ein linker Verlag, ein linksradikaler Verlag, der aus dem Wagenbach Verlag hervorgegangen ist. Und ich habe mir diesen Verlag mit Bedacht ausgesucht, denn mein Schreiben hat begonnen mit einem biografischen Einschnitt, und zwar einem sehr heftigen politischen Engagement Anfang der 80er Jahre während der Berliner Hausbesetzerbewegung, also Squatting Houses, Flats and so on. Darüber handeln einige meiner Bücher, oder dieser Stoff findet sich in einigen meiner Bücher, also vor allem in dem ersten, eben in dem schmalen. Und es gibt ein sehr umfangreiches, das ist dann 1991 erschienen. Das heißt Die kalte Haut der Stadt. Und da geht es eigentlich über die gesamten 80er Jahre. 81 beginnt es mit den Hausbesetzungen und endet dann mehr oder weniger 1. Mai 1987, die großen Riots in Kreuzberg. Die ersten ihrer Art. Ich habe dann diverse Dinge geschrieben, also sowohl Theaterstücke. Das erste Mal war ich 4 Wochen in London, Mitte der 90er Jahre, und zwar am Royal Court Summer School. Während der 90er Jahre habe ich hauptsächlich Theaterstücke geschrieben, die auch ganz unterschiedlich aufgeführt worden sind. Unter anderem im Berliner Ensemble ist ein Stück aufgeführt worden. Hauptsächlich allerdings schreibe ich Romane, und zwar sowohl für Jugendliche als auch sowieso. Diese Romane sind zuletzt, die letzten 3 Romane sind erschienen bei Klett Cotta, davor 2, 3 Romane bei S. Fischer. Der allerletzte Roman, jetzt im Frühjahr erschienen, 2015, heißt Das Lächeln der Alligatoren und war nominiert für den Leipziger Buchpreis. Ja, es ist bei mir so, dass ich zunächst mal gar nicht sagen kann, wenn ich an so einem Ort gewesen bin, ob das einen Impact haben wird oder nicht. Es hat sich jetzt aber ergeben, ganz erstaunlich, dass mein nächster Roman wird zu großen Teilen in London spielen. Und das geht durchaus auf die Zeit in London zurück. Und zwar sowohl auf die erste Zeit Mitte der 90er, 4 Wochen, als auch auf die 2006 am Queen Mary als Writer in Residence für 2,5 Monate, also 10 Wochen in etwa. Das wird eine Geschichte sein, die davon handelt, dass jemand an so eine Universität kommt, allerdings ein Wissenschaftler, ein Literaturwissenschaftler, der eine andere Vergangenheit hat. Und zwar war er einmal engagiert als ja, Antifaschist, also am Anfang der 90er Jahre, als der Rechtsradikalismus in Deutschland irgendwie wieder begann, sich zu entwickeln. Und er hat in der Zeit eine Frau kennengelernt, mit der er einen Sohn hat. Und die Beziehung, da sieht sehr schlecht aus. Und er kommt nach London und lernt dort eine andere Frau kennen. Und es gibt sozusagen ein Geheimnis, das sich um die ältere Schwester dieser jungen Frau dreht. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Geschichte wird in London spielen. Also ein Aspekt in diesem Roman wird die Auseinandersetzung sein, die sich an der jungen Frau und ihm als Literaturwissenschaftler festmacht. Sie ist indischer Herkunft, also ihre Eltern sind aus Indien, und sie vertritt einen sehr naturwissenschaftlichen Standpunkt und eher einen literaturwissenschaftlichen, also geisteswissenschaftlichen Standpunkt. Und diese Auseinandersetzung werde ich beleuchten. Es ist nicht so leicht, sich darauf festzulegen, was es vielleicht an Trends in der neueren deutschen zeitgenössischen Literatur geben mag. Ich will es trotzdem versuchen, und zwar an einem Beispiel. Ich habe vor 2 Jahren über 200 Einsendungen zu einer Werkstatt gesichtet. Und da gab es 2 Dinge, die mir sehr aufgefallen sind. Zum einen
negativ gesprochen. Es gab nahezu überhaupt keine Literatur, die, sagen wir mal, basiert ist in dem, was man hier in England Working Class nennt. Solche Stoffe werden überhaupt nicht verhandelt, hat man den Eindruck, oder fast überhaupt nicht verhandelt. Also es sind extreme Ausnahmen. Es gab ja dann auch eine Literaturdebatte vor einem Jahr in Deutschland, die genau das zum Thema hatte. Und ich denke, da ist einiges dran. Wenn man es jetzt positiv wendet, sehr viel Literatur der absolut jüngsten Generation, also das, was noch kaum erschienen ist oder gerade erst erscheint, ja, darüber rede ich jetzt. Also denn das habe ich ja in dieser Werkstatt oder zu dieser Werkstatt sichten müssen. Diese Literatur nenne ich Enkelliteratur. Also es geht ganz oft um junge Menschen, die sich auf die Suche begeben nach ihrer Herkunft. Und diese Herkunft bedeutet sehr häufig entweder mein Großvater war vielleicht Nazi oder aber meine Großmutter war vielleicht Jüdin. Das ist ein interessanter Trend, den ich meine ablesen zu können. Das wird manchmal auch leicht variiert. Ich hatte auch ein Roman dabei, da ging es darum, dass irgendein Verwandter, also aus der Großelterngeneration, im chilenischen Widerstand war, also nach Allende. Das war was anderes, aber das war selten.